Grüezi Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Ja Leute, im letzten Part haben wir unsere Nachforschungen erfolgreich hinter uns gelassen und wissen jetzt, wo Tamir ist, haben auch die Erlaubnis von unserem Verbindungsmann bekommen, indem wir eine Feder eingesackt haben. Die Feder dient dazu da, dass wir die Feder mit Tamirs Blut bestreichen müssen, als Zeichen und Beweis, dass wir Tamir erlöst haben von seinem... Ist er verrückt geworden? Ja. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich kein... guter Freerunner bin, oder? So. Okay. Wie gesagt, wir brauchen die Feder, um... Das gibt's doch nicht! Was ist denn mit dir los? Also. So. Nochmal von vorne. Wir haben... Also wir brauchen die Feder, um damit Tamirs Blut... Die Feder muss quasi mit Tamirs Blut beschmiert sein. Damit als Beweis, dass wir Tamir erledigt haben. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. So. Irgendwo da wird... Habt ihr Geld für mich? Nein, habe ich nicht. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geh. Nein, nein, nein. Wie komme ich denn jetzt hier am besten runter? Hunger. Ja, ich weiß. Ein bisschen Geld, bitte. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Aufnahme gestartet. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Nein, wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte... Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Ha, einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennen! Lernen! Nein. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Sehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Narr, hier ist einmal entkommen. Lasst es nicht wieder. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Ah, er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe.
Damit war es Tamir. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt die Feder mit seinem Blut bestrichen. Und jetzt wäre es vonnöten, dass wir uns ein bisschen verziehen. Lasst mich. Aber ich sehe gerade, wir müssen hier lang. Weil wenn wir schon fliehen, dann können wir es auch... Dann können wir es auch gleich in Richtung des Büros tun. Aber wir müssen rechts. So, so, so. Oh, wo kommst du denn her? Weg. So, okay. So, ja, ja, ja. So, und hier. Ah, hier sehe ich was. So, okay, dann wollen wir uns verstecken. Zack. Okay. So. Zum Glück schauen die Leute in diesem Teil noch nicht in diese kleinen Kästen, was immer es auch ist. So. Okay. So. Um jetzt zum Büro zu kommen, sollte man am besten über die Dächer hüpfen. Weil das ist einfach einfacher. Ja, so. So geht's auch. Oh, shit. Okay, nein, sie greifen mich nicht an, das ist gut. So, ah, hier können wir wieder hoch. Und da ist auch gleich eine Fahne. Die werden wir mitnehmen. Na los. Zack, okay. So, wir gehen wieder hier nach oben. Das ist doch erheblich besser. So. Okay. Ah, wir sind schon gleich da, wie ich sehe. Das ist schön. Da sind wir schon. Okay. Zack. Und runter. So. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Okay. Ja, das war es soweit. Wir sind erstmal in Damaskus erstmal fertig. Attentat beendet. Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualem. Wir sehen können, sind alle weiß und die beiden blau. Und es kommt automatisch, werden wir zu Al-Mualim geschleudert. Der Animus spult so weit vor, bis wir wieder da sind. Oder auch nicht. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Sturman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Okay. Ja, also wir hier sehen wir jetzt, wie Dr. Warren Willeck rausgeht. Und wir können jetzt dann gleich, glaube ich, mal mit Lucy ein bisschen reden. Na, verraten Sie mir, wer Ihnen den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Okay. Also, wir haben immer noch keine Ahnung, was wir hier sollen, wo wir hier sind und warum sie überhaupt uns entführt haben. Na gut. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es.
Ich habe leider auch keine Ahnung. Deswegen kann ich euch darüber leider auch nichts erzählen und wir können mit Lucy immer noch reden. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Okay. Gut, wir gucken uns nochmal hier ein bisschen um. Hier ist der Schreibtisch von Dr. Warren Wittig. Wie ihr sehen könnt, ist das alles sehr groß, riesig, weitläufig und überhaupt haben wir keine Ahnung, wo wir hier sind. Und das war eine sehr komische Kameraführung gerade. Okay, können wir hier schon rein? Nein. Okay. Ja, wir haben die Möglichkeit, hier auch ein paar ja, Mini-Quests zu machen, die uns helfen, die Geschichte besser zu verstehen. Also gucken wir doch. Eingang, Lucy. So, das ist quasi, wir können jetzt in ihr E-Mail-Pass, in ihr E-Mail-Dings rein. Und wir können die hier auch lesen. Wir lesen natürlich von hinten nach vorne. Warren Riddick, Re-Stift. So, wir fangen natürlich von unten an. Warren. Also, Lucy hat das am 2. September geschrieben. Um 22:46 Uhr. Betreff ihr Stift. Warren, habe heute wieder ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, der Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Ne, hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscode neu zu programmieren. Lucy. Okay, und was hat er... Und was hat Warren geantwortet? Toll. Legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Ja, sehr nett. Okay. Verwaltung vertrauliche Informationen. Eieiei. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertrauliche Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht behält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken, zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Wow, sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Okay, also quasi... Ein absoluter Mega-Knebelvertrag, denn vor allem hier die letzten Sätze, zusätzlich andere Maßnahmen, ja, das ist sehr schwammig ausgedruckt. Layla, okay. Betreff von Lucy an Warren Riddick. Sie sagten ihm etwas von Enden wie Layla. Was meinten Sie damit? Nichts. Zurück an die Arbeit bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Es ist ja schon fast wie Humor. Gucken wir nochmal. Hier stand doch nichts von Layla, oder? Nee, okay. Ausgang. Null, gelöscht. Okay, ja. Also irgendwie Layla, also wir, ja. Wissen wir nichts. Okay. Na, ich würde sagen, wir gucken mal. Vielleicht liegt er jetzt hier auf dem Tisch, der Stift. Sieht nicht so aus. Okay, ne, hier liegt nichts. Okay. Ich vergesse nämlich immer, wo wer, woher wir... Wer, wir können später noch... Gar nicht müde? Ah, okay. Ich vergesse nämlich immer, woher wir... Wir können diesen Access Key von Warren Wittig nämlich noch kriegen. Aber ich vergesse immer, woher. So, wir legen uns ein bisschen schlafen. Wow, was war das? Okay. Der nächste Morgen.
Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Okay. Der schlief sehr komisch, muss ich sagen. Okay, na gut. Man kann mittlerweile auch die Klamotten, die Desmond hier trägt, richtig in dem Ubi-Shop kaufen, wohlgemerkt. Für teures Geld. Okay, wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum sie hier sind, was von ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es ihnen sagen. Und wenn sie erst wissen, wie sie ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir so? Ja, sind wir. Okay, also... Bowen hat uns wieder von seiner Ideologie erzählt. Da könnt ihr den Access-Key-Stift sehen, übrigens. Also das heißt, wir können ihn dann später aus seinem Mantel klauen. Warum wir das können, werde ich dann zu gegebener Zeit erzählen, wenn wir ihn klauen können. Können wir mit Lucy reden? Nerven Sie mich nicht und legen Sie sich auf den Animus. Ist ja gut, ist ja gut. Aber Leute, ich werde hier einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.